Vielen Dank, Claudio. Aber für einen Komiker ist das gar nicht so schön, wenn man so ans Herz geht, wenn man darauf angesprochen wird, dass man ja mit einem Mann durchs Leben geht, der einem familiär und menschlich so nahe steht. Und deswegen, normalerweise haue ich ihn lieber in die Pfanne, aber weil das so nett gesagt war von Claudio, könnt ihr ihn mit dem gleichen Applaus empfangen wie mich für meinen Bruder Thomas. Entschuldigung, wir haben jetzt ein Problem. Hallo, hallo. Entschuldigung, Thomas. Ich bin in München. Ja, Herr Mönch, ist das... Hallo. Ich bin in München. So, ich weiß jetzt, tut mir leid. Hallo. Ich bin in München. Ja, das... Hallo. Ich habe eine Anweisung von der Regie, weil der Mönch hat in meiner Nummer nichts verloren. Er hat ja auch nichts gefunden. Ich meine, Sie haben ja nichts zu suchen. Ich habe ja auch nichts verloren. Ich wohne hier zur Eremite. Ah, lustig. Zölli-Küche, Zölli-Wohnzimmer, Zölli-Bord. Ja, okay, wahrscheinlich Talentwettbewerb, findet es lustig, wenn er auf die Bühne kommt und sagt, hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind auch ein Mönch? Nein, ich bin kein... Wollen Sie sorgten gerade? Hallo. Ich habe gesagt, hallo, ich bin ein Mönch. Also doch? Nein, ich bin kein Mönch. Sie sind kein Mönch? Nein, ich bin Komiker. Ich bin ein Mönch. Grundsätzlich. Darum sorge ich auch. Hallo, ich bin ein Mönch. Das ist jetzt Sie sind doch ein Mönch? Das ist jetzt meine Nummer. Ich hole noch einen dritten Mönch, dann sind wir zu dritt. Ich bin kein Mönch. Es gibt auch keinen dritten Mönch. Wo sollen Sie jetzt einen dritten Mönch herfinden? Augenblick. Ich möchte das gar nicht. Herr Mönch, das... Es ist der Kollegenmönch. Okay, der Kollegenmönch. Ja, dann wird der Kollegenmönch auf die Bühne kommen und sagen, hallo, ich bin der Kollegenmönch. Aber das wird wahrscheinlich... Hallo. Ich bin der Kollegenmönch. Herr Kollegenmönch, Sie wissen... Hallo, war das Original schon da? Ja, das Original hat wie Sie hier einen Hutgummi. Sagte das Original? Sie sind doch die haben sich umgezogen. In Wahrheit sind Sie überhaupt kein Kollegenmönch. Gleich sagen Sie, hallo, ich bin der Mönch. Sie sind... Nein, ich bin nicht der Mönch. Was, ich stehe so kurz davor, schlechte Laune zu kriegen. Ich bin gerade in der Brunft. Wieso Brunft? Ich bin total spitz. Ja, ist auch lustig, aber das ist meine... Nein, hör mal auf! Ja. Ey, dann... Viereinhalb Minuten haben wir und die werde ich ausnutzen. Und zur Not mache ich das mit Spaß und mit Freude. Und ich sage euch eins, auch wenn das ganz, ganz knapp davor ist, dass ich schlechte Laune kriege, das wird nicht passieren. Ich bin Unterhaltungskünstler und das ist meine Aufgabe, gut gelaunt zu sein. Versteht ihr das? Hallo, ich bin der Kollegenmönch. Sie sind der Kollegenmönch? Nein, die Nummer ist durch. Das ist keine Überraschung mehr. Hallo. So, Aloha. Wo geht's denn nach Hawaii? Hallo. Ich bin ein Südseemönch. Ja, ich bin der Baywatchmönch. Sie sind der Baywatchmönch? Nein, Sie sind der Baywatchmönch. Und Sie haben mich nicht verloren. Ich habe ja auch nichts gefunden. Ich kenne den Text mittlerweile. War der Originalmönch schon da? Da drüben kam der Kollegenmönch, da war der Originalmönch. Sie sind also der Hawaii-Mönch. Hallo. Okay, dann ist das der Hawaii-Mönch und das ist dann wahrscheinlich Ihr Surfbrett. Nein, ich habe eine Meerjungfrau gebügelt. Ich mach das nicht mehr mit, ich geh da raus. Lass mich raus, Claudio. Bitte, meine Damen und Herren. Oder Pax. Der Volker und Olmen. Hallo. Okay, und du sagst den Leuten jetzt hier den Kanal abonnieren und da gibt's noch viel mehr Europax-Videos. Jetzt habe ich so viel geredet, sag doch du auch mal was. Hier den Kanal abonnieren und da gibt's noch mehr Videos. Das hast du toll gemacht.